Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Game-Cards und vieles mehr. Daher MMOGA.de. Blickt nicht mehr ganz so durch und möchte wissen, schwierig zu sagen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Ja, es ist irgendwie ganz viel passiert diese Woche, auch jetzt innerhalb meiner Gilde. Und daher fange ich doch gleich einmal an, weil das ja irgendwie auch so ein bisschen privater Podcast quasi ist. Und zwar letzten Sonntag, für alle Leute, die es interessiert, haben wir geraidet. Und während des Raids ist auf einmal unser Tank offline gegangen. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, den hatten wir vor 2,5 Wochen. Also zu dem Zeitpunkt waren es 2,5 Wochen ungefähr, hatten wir den aufgenommen und hatten auch sehr gut mit dem zusammengespielt. Der war super, der hat viele Dinge gemacht für uns. Eben jetzt zum Beispiel letztens hat er ganz viele Pots gecraftet, hier auf die Gildenbank gelegt, hat sich also super eingebracht echt und war außerdem auch noch ein sehr, sehr guter Spieler. So, dann am Sonntag, wir haben einen Cho'Gall Rekill machen wollen. Wofür wir extra dann unser Setup entsprechend umgestellt haben, so dass es denn überhaupt klappte. Und dann haben wir versucht, das zu machen, was auch ganz gut gelang. Also wir hatten irgendwie einen 4-5% Fry, wo wir dann gewiped waren. Da hatten wir leider Trash Respawn, weil wir mussten so ein bisschen die Taktik umstellen durch ein anderes Setup wie beim First Kill. Und ja, dann... Ja, müsst ihr euch vorstellen. Also wir waren das zweite Mal überhaupt erst da, weil in der ID davor, falls ihr euch fragt, warum wir da nicht da waren wir halt einfach, hatten wir kein Setup. Wir hatten da zwei Raids, die ausgefallen sind wegen kranken bzw. sehr beschäftigten Leuten. So. Aber jedenfalls ist so nach dem Trash auf einmal der Tank offline gewesen. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, wir dachten halt erst, wahrscheinlich einfach irgendwie ein Disconnect oder eventuell hat er einen Stromausfall oder so ganz kurz gehabt und kommt sicherlich gleich wieder. Ja, er kam dann nicht wieder. Wir haben dann dort aufgehört, weil wir dieses Loch an der Stelle so gar nicht füllen konnten. Sind dann zu einem anderen Boss gegangen, im Thron der vier Winde. Und er kam den ganzen Abend auch nicht wieder. Okay, dachten wir uns, vielleicht einfach wirklich Internet weg den Abend über. Ich hatte einfach aber nur so ein schlechtes Gefühl, weil Leuten, die man eben nur online kennt, das ist manchmal, sage ich mal, so ein bisschen tricky. Naja, habe ich ihm dann eine E-Mail geschickt, was denn los wäre und wie es denn überhaupt aussieht. Und zurück kam dann halt einfach nur, yo, ich habe meinen oder werde meinen Account eBayen, viel Glück noch, tschüss. Also einfach weg, ja. Wir haben keine Ahnung warum, wir wissen nicht wieso und mussten uns dann natürlich erstmal einen neuen Tank suchen, was wir auch gemacht haben, was aber natürlich jetzt erstmal wieder eine neue Einspielung ist, aber darüber möchte ich euch hier gar nicht rumlamentieren. Das passiert halt, jeder Gilde kann sowas passieren und gehört dazu, aber das ist halt wirklich unglaublich, was mich dann wieder zum Thema der kommenden WoW-Nacht gebracht hat, also morgen, eben über Online-Freundschaften. Okay, das war jetzt nicht direkt eine Freundschaft, aber all sowas passiert einem irgendwie ständig online, oder? Man denkt irgendwie, man kennt Leute und dann kennt man sie nicht. Also wer sich auch für so ein Thema interessiert, der sollte unbedingt morgen reinhören und wer sich eben wundert, warum wir einfach noch niemals bei Sinestra waren, ja, das liegt unter anderem daran. Ja, jetzt sind wir zwar wieder mit allen Leuten, glaube ich, heute besetzt, die gefehlt hatten, aber haben halt einen neuen Tank, müssen uns jetzt für Cho'Gall sowieso nochmal wieder eine neue Taktik ausdenken, weil unser neuer Tank ein DK ist. Es wird also lustig, ja, aber ihr könnt zuschauen. Immer 19 Uhr gibt es auf jeden Fall mittwochs und donnerstags Livestream vom Raid. Gestern haben wir ein bisschen gesackt, aber war doch ganz gut noch im Endeffekt. Hat also letztlich noch alles ganz gut funktioniert, nur bei einem Encounter, da lief es nicht ganz so gut, sag ich mal, ja. Omnotron Defense System. Ja, das erstmal soweit von meiner persönlichen Raid-Geschichte, weil da werde ich oft zugefragt. Dann Stevinus Burger. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal aufrufen, Stevinus Burger zu voten. Ja, ihr könnt das jeden Tag, beziehungsweise sogar mehrmals am Tag machen. Also McDonald's hat halt eine IP-Sperre eingebaut, dass man alle paar Stunden immer
man nur einmal wählen kann. Ja, falls ihr nicht wisst, was Stevenius Burger ist, Stevenio kennt ihr ja vom WoW-Szene, nehme ich stark an, ist ja der Chef sozusagen auf WoW-Szene und der hat einen Burger bei dieser beiden Burger-Aktion kreiert, der ist jetzt in der Top 5 im Finale und da kann man für den stimmen, auch wenn wir sehr weit vorne liegen mit diesem Burger, beziehungsweise wir als WoW-Szene-Community, ja, beziehungsweise Stevenio als Person, ist natürlich noch nicht gesagt, dass man gewinnt. Daher würde ich euch bitten, votet doch für den Just Stevenio Burger, falls ihr es nicht macht. Man kann das mehrmals am Tag, also ich mache das zum Beispiel so, immer wieder, wenn es mir täglich einfällt, gehe ich dann auf den Link, der ist auf WoW-Szene, klick mal kurz drauf, ein Vote für den Burger von Steve und gut ist, ja. Das kann man einfach mehrmals am Tag machen, da eben alle paar Stunden die ID zurückgesetzt wird und das mache ich halt auch einfach, weil aus diversen Gründen. Ich möchte jetzt hier gar nicht gegen andere Leute oder gegen andere Burger flamen, aber ja. Ja, dann die ersten Gehirn werden Level 25, wollte ich auch noch was zu sagen und ja, die ersten Gilden werden Level 25. Da gab es bei uns auf Erda eine Gilde, die hat das geschafft. Und der wurde dann auch ganz groß im Rim-Forum gratuliert. Ist ja auch einen Grund zu gratulieren, ohne Frage. Nur hatten dann eben, gab dann so eine Person, die hat dann so ein bisschen rumgeflamed und ich hatte dann auch nochmal gesagt, das ist jetzt eigentlich, weil, also man muss sagen, dass bei uns auf dem Server ist das halt eine Gilde, die das geschafft hat, die sehr, sehr groß ist. Ja, also die haben insgesamt 621 Chars. Und ich sag mal, wenn man sich vorstellt, dass wahrscheinlich jeder ein bis zwei Trinks hat, sind das also so 200 Leute, würde ich mal schätzen. Ja. 200 bis 300 würde ich mal tippen, sind das wirklich reale Leute in dieser Gilde und das ist natürlich eine ganze Menge, ja, müsst ihr euch vorstellen, dass so eine Gilde es natürlich einfacher hat, wie zum Beispiel unsere Gilde mit 25 Leuten in der Gilde, täglich den, oder ich glaube so viele haben wir nicht mal, ist aber egal, täglich halt diesen Daily Cap zu schaffen. Da habe ich halt gesagt, dass es jetzt keine Riesenleistung ist, grundsätzlich erstmal dahin zu kommen, weil mit viel Masse schafft man das einfach, ja, ist ja genauso wie bei Worgengrauen, da haben wir das ja auch mit Masse geschafft, immer am Cap zu sein, ja. Hätte man nicht diese Masse gehabt, dann wäre man nicht so oft am Cap gewesen. Natürlich haben die zum Schluss da nochmal ein Race gemacht und sich da richtig angestrengt. Dafür möchte ich auch Tears of Abaddon von Erreda nochmal gratulieren. Aber ja, es ist natürlich auf jeden Fall ein, ja, Nerd-Achievement, ähnlich wie diese Reinforced-Geschichten, also Reinforced Hunter, was ich eigentlich auch bekommen hätte, von daher, aber natürlich kann man dazu gratulieren. Gratulation an Theo Anu, würde irgendwie meiner Gilde dann auch vorkommen, ja, eure Pro-Gilde hat das ja nicht geschafft. Fand ich total lustig, dass da solche Äußerungen gefallen sind, weil dass wir es nicht geschafft haben, ja, also das war mir von vornherein klar, wie soll das gehen, ne? Als, jetzt wäre ich beide runtergehüpft, als eben, ja, eine Gilde mit 20 Chars, ja, das ist einfach nicht wirklich machbar. Aber okay, kommen wir zu euren Fragen. Da habt ihr jetzt lange genug drauf gewartet, nachdem ich euch hier diverse Dinge erzählt habe. Ja, ich find toll, Haku fragt erstmal, kann man hier eine Frage stellen? Haku, falls du zuschaust, ja? Ja, demnächst kannst du da eine Frage stellen. Ja, haben wir das geklärt. Nächste Woche werden wir dann also vielleicht von Haku eine Frage hören. Ungeliebt 88, meine Lieblingsfragen, ja? Wann kommt Frag den Paladin? Also Frag den Holy Paladin gibt's schon. Muss einfach mal recht schauen, Frag die Klasse ist das erste, Frag den Holy Paladin. Alle anderen Sachen, ja, da muss ich mal schauen, das ist ja gar nicht so einfach immer hier, ne, alles hinzukriegen. Wir haben ja einige Sachen haben wir schon, es werden aber noch weitere Folgen. Ich werde es mal mich umgucken demnächst, dass ich die nächsten Leute hinbekomme. Übrigens plane ich 10er Heroic Guides zu machen. Irgendwie haben ein paar Leute gesagt, hey, wir hätten die gerne. Und ich habe gesagt, naja, selbst wenn die nur 200 Leute oder so angucken, dann werde ich da auf jeden Fall für die Heroic Bosse nochmal Videos machen und erklären, wie wir sie spielen. Ja, die kommen jetzt demnächst dann auch noch raus. Aber das nur nebenbei eingeworfen. Mir war nicht klar, also in Ice Crown halt, da habe ich solche Guides auch gemacht, also Heroic Guides generell, und da waren die total uninteressant für die Leute und daher dachte ich jetzt auch, dass das wieder so wäre. Aber offensichtlich, ja, offensichtlich ist dem ja nicht so, daher werde ich natürlich 10er Heroic Guides rausbringen. Entschuldigung, dass ich damit noch nicht angefangen habe. Stöhnen, ach nee, gar nicht, als Syragon. Hallo Venin, was denkst du, wird es bald nochmal eine neue Heldenklasse geben? Und wie würde deine Lieblingsheldenklasse aussehen?
PS, bitte grüße die Gilde Erste Liga vom Server Achara. Also erstmal natürlich Grüße, viele Grüße an die Gilde Erste Liga vom Server Achara. Ja, hallo. Und ja, ich denke schon, dass es eine neue Heldenklasse geben wird. Wir hatten die Frage hier auch schon mal. Und ich habe keine Ahnung, was es sein wird. Ich würde mich noch immer über den Erzdruiden freuen. Der würde halt zum smaragdgrünen Traum irgendwie passen. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es irgendwie so eine Ergänzungsheldenklasse quasi zu einer bestehenden Klasse. Also es gibt ja halt schon Druiden und dass es dann quasi einen Erzdruiden geben wird, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, ich habe kurz was getrunken. Daher, Tonne Steiner natürlich, wie immer, ja, ihr wisst das. Daher glaube ich eben nicht, dass sowas kommt. Und ja, ich bin da noch ein bisschen aufgeschmissen. Also bei Heldenklassen bin ich nicht so kreativ, weil es sind auch schon alle Sachen, glaube ich, die wir so aus WC3 kennen, eigentlich da gewesen, die man einbringen könnte, oder? Oh, naja. Stören. Hallo, mein lieber Venien in die Backkneipe. Aua! Naja, jedenfalls die Fragen. Würdest du lieber mit einem Tank gut, aber unfreundlich, Moment, würdest du lieber mit einem Tank, der gut, aber unfreundlich ist, oder das Gegenteil? Gut, aber unfreundlich. Glaube ich. Gerade bei einem Tank, ja. So, was lässt du für Musik in deiner Radioshow immer ablaufen? Irgendwelche GEMA-freien Sachen, vor allen Dingen hier von Equitas und teilweise von dieser Rooftown Kingdom oder so, aber so viele machen wir da ja gar nicht. Warst du früher ein böses Kind? Böse würde ich nicht sagen. Also böse hört sich ja schlimm an, ne? Aber eher so, ja, frech schon. Ja, frech könnte man auf jeden Fall sagen. Ich habe nicht gehört und so, das auf jeden Fall. Danke für die Antworten. Letzte Prüfung 3 und die heutige 1,9. Ja, Gratulation, Stöhnen. Antibrezel. Hey Venin, wie wäre es, wenn du den Burger von Steve promotest? Ich mach das doch schon und hab das sogar schon gemacht, ohne dass ich deine Sache gelesen habe. Aber naja. Kyodai, Tag Venin, erstmal gute Arbeit und so. Jetzt meine Frage. Wie lange bist du, wie bist du eigentlich auf WoW gekommen? Kann ich euch erzählen? Und zwar habe ich mit ein paar Kollegen damals noch in der WG gewohnt. Wir, ja, haben uns generell für solche Online-Rollenspiele interessiert. Also ich selber habe ja zum Beispiel nie vorher WC3 gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und ein Kollege von mir aber schon, der ist der richtige Fan von gewesen und der hat mich dann quasi in die Warcraft-Lore insofern eingeführt, als dass er mir diese ganzen Cinematics mal gezeigt hat und gesagt hat, hier so cool ist Blizzard und so eine coole Geschichte hat das. Und wir hatten uns zeitgleich auch EverQuest 2 angeguckt und ja, so sind wir auf WoW gekommen. Ich habe damals über T-Online so ein Open oder Closed, weiß nicht, deutsche Beta auf jeden Fall bekommen und da bin ich da reingekommen. Nerven dich die Leute in Random Innis auch? Ja, also ich habe ein ganz eigenes Mittel dagegen, dass mich Leute in Random Innis nerven. Ich gehe einfach nicht in Random Innis. Ist wirklich so. Im Moment bin ich nicht in Random Innis, daher kann ich das nicht sagen. Findest du nicht, dass es wieder um einiges einfacher gemacht wird, Equipment zu farmen? Weil zum Beispiel mit WoTLK konnte man da sehr schnell auf Full EP kommen und jetzt denke ich, wird es wieder genauso sein. Danke schon mal im Voraus. Ja, ich finde das, wie gesagt, gar nicht so schlimm wie viele andere, denn ich denke, irgendwann muss es einfacher werden, auf Full Epic zu kommen, denn Leute fangen zum Beispiel jetzt an, ja, und wenn die denselben Weg hätten, sich zu equippen wie andere, finde ich das auch nicht unbedingt gerechtfertigt. Und dann würde ja auch der Spaß dann bei den Leuten sinken. Die müssen ja irgendwie eine Möglichkeit haben, mit anderen Leuten anzuschließen. Das war früher nicht so, ohne Frage. Aber ich denke, den Weg, den man da in Burning Crusade ja schon eingeschlagen hat, ist auf jeden Fall der richtige. Also bin ich fest von überzeugt. Was kümmert es mich, dass Leute jetzt, 5 Monate nach Release, einfacher an Gear kommen, als ich es bei Release kam, ja? Das ist halt einfach eine ganz andere Situation. Und so viel einfacher ist es ja gar nicht, muss man ja jetzt auch mal sagen, ne? Achso, und Kyodai möchte, dass ich die Gilde Gimme the Loot und göttlich grüßen. Ja, klar. Grüße an euch. Louis, wie stehst du zu First-Person-Shootern wie Call of Duty, Crisis, Bulletstorm und so weiter? Kommt drauf an, manche mag ich, vor allen Dingen mag ich es halt gegen Leute zu spielen, allerdings auch da, also ich bin eher so ein Konsolenkind gewesen, also an der Konsole habe ich ein bisschen mehr gemacht. Ich habe mich früher ganz oft, haben wir uns so an einem Wochenende oder so,
bei irgendwem getroffen und haben eben an der PS2 oder so, vor allen Dingen PS2, gezockt damals, sowas wie, also auf der Splitscreen halt, FIFA, Timesplitters, Unreal und oder auf dem N64 GoldenEye und so, ja, solche Sachen haben wir da halt, also natürlich auch andere Dinge hier wie Super Mario Party oder so, ja, oder kennt ihr noch damals diese komischen Tanzmatten? Auch sowas hatten wir, ja, solche Dinge haben wir halt auch gezockt und daher, ich finde die schon ganz gut, aber ich spiele im Moment halt in dem WoW nichts anderes. Das kann ich einfach nur dazu sagen. Aber auf jeden Fall nicht schlecht. Snoony, hallo Venian, hast du schon mal League of Legends gespielt? Nein. Wenn nicht, guck es dir bitte mal an. Es lohnt sich, falls du Dota-Fan warst, bist. Ja, werde ich auf jeden Fall mal machen. Wie läuft es in Rift? Ja, Rift. Schwieriges Thema irgendwie. Also ich muss sagen, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber ich hatte mir ja Rift voller Enthusiasmus gekauft. Also ich habe mir das wirklich nochmal gekauft, sogar die Collector's Edition. Und wollte dann anfangen zu spielen. Aber irgendwie habe ich im Moment keine Lust. Ich kann, also ich habe dreimal versucht, wieder mit meinen Schaden zu fangen. Bin jetzt, glaube ich, wieder auf Level 10, aber es macht einfach irgendwie mir keinen Spaß. Es könnte daran liegen, dass ich generell nicht so gerne im Moment level. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, ich habe im Moment da keine Lust zu. Jetzt ist, glaube ich, fast schon wieder mein Monat rum in irgendwie 10 Tagen, aber ja, da kann ich auch nichts dran machen. Tut mir auch echt leid, wenn Leute sich darauf gefreut haben, vor allen Dingen mit mir zu spielen. Ich hatte auf jeden Fall mehr vorzuspielen, aber im Moment, ja, ne, fehlt mir da einfach die Lust. Und wenn die Lust fehlt an einem MMO, sollte man es meiner Meinung nach nicht unbedingt spielen. WoW zum Beispiel hat mir bisher noch nie so richtig die Lust gefehlt. Und was vielleicht auch an den Leuten liegt, ich weiß es gar nicht. Also ich kann nicht sagen, und ich möchte auf jeden Fall nicht sagen hier an dieser Stelle, dass Rift schlecht ist, ja, das definitiv. Kimbo, habe eine Frage zum aktuellen Eroberungsabzeichen. Lohnt es sich, die zu sparen, um für 4.2, um sich damit Items zu kaufen? Oder werden die dann, wird es dann wieder neue Marken geben? Weder noch, mein lieber Kimbo. Es lohnt sich nicht, die zu sparen und es wird auch keine neuen Marken geben. Wenn Patch 4.2 herauskommt, werden alle Eroberungspunkte, die du hast, auf null gesetzt und die Eroberungspunkte werden auf die Gerechtigkeitspunkte umgestuft, ja? Also Eroberungspunkte werden zurückgesetzt auf null Punkte und die werden nach meinen Informationen, ich weiß auch gar nicht, ob das dann übers Cap hinausgeht, auf Gerechtigkeitspunkte zurückgestuft. Es lohnt sich nicht, ja, ausdrücklich nicht, diese zu sparen. Ihr könnt diese komischen Schuhe kaufen und die verkaufen, damit die irgendwelche Twinks kaufen wollen. Das ist, passiert manchmal und ja, also kann ich euch nur empfehlen. So, Krix oder so. Hi, Venin. Entschuldigung, Krix. Ich glaube, das ist richtig. Was sagst du zu allen aktuellen Schalke-Situationen unter Rangnick? Naja, also, das ist natürlich jetzt ein bisschen geblendet von dem geilen 5-2-Erfolg bei Inter Mailand. Und da muss man einfach sagen, dass Schalke in dieser Saison international ja auch nie richtig schlecht gespielt habe. Ich habe manchmal den Eindruck, einige der Fußballer bei Schalke strengen sich vor allen Dingen dann an, wenn sie sich international präsentieren können und eben auch für andere Clubs vielleicht interessant machen. Und also Herr Fafan zum Beispiel, ja. Und das könnte natürlich auch ein Grund sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass alles Gold gemacht wird, nur weil Herr Rangnick Trainer auf Schalke ist. Er ist mit Sicherheit kein schlechter Trainer und passt auch gut zu Schalke, aber jetzt da alles hochzujubeln, halte ich für verfrüht. Ich bin gespannt, wie es gegen Wolfsburg aussieht, ob wir Wolfsburg schlagen. Das wäre schon gut. Ja, wenn wir nicht in die nächste Runde kommen würden, in der Champions League, also ins Halbfinale, dann würde ich mich schon sehr wundern. Aber ja, also ich sehe jetzt das nicht unbedingt alles irgendwie wie in einem Watte-Wunderland und Rangnick als Heilsbringer. Da bin ich eher kritisch. Ja, wie stehst du als Schalke-Fan zum BVB? Ja. Also es ist auf jeden Fall schwieriger, den BVB
im Moment nicht zu hassen, muss ich sagen. Damals zum Beispiel unter Niebaum und Meier fand ich den BVB noch wesentlich unsympathischer oder mit so ätzenden Trainern wie, was weiß ich, Thomas Doll oder so, fand ich den BVB auch jetzt nicht ganz so sympathisch. Jetzt im Moment ist natürlich schwierig, also Jürgen Klopp ist halt schon ein relativ sympathischer Trainer, der witzige Interviews gab. Ich weiß nicht, ob ihr bei Arne Zeigler das mal gesehen habt, was er da gesagt hat hier, ne, dass er sich zum Beispiel den Weinfeller schön saufen müssen und so. Er ist halt einfach ein sympathischer Trainer, der Klopp, was dann immer teilweise ein bisschen schwierig macht, das nicht auf den BVB zu übertragen. Diese Saison würde ich sagen, muss man halt einfach mal neidlos anerkennen, haben sie sich verdient. Und ja, wenn der BVB, wovon ich mal ausgehe, Meister wird, dann ja, kann man dazu eigentlich nur applaudieren, schweren Herzens, aber Gratulation dann auf jeden Fall, weil anders, das geht's ja gar nicht, ne? Wäre ja ziemlich unfair und würde man sich als schlechter Verlierer darstellen. Natürlich hätte ich gerne mit Schalke die Schale, aber ja, wir haben es halt wohl irgendwie nicht so damit. Vielleicht gewinnen wir die Champions League, was ich auch nicht glaube, aber naja. Welche Klasse spielst du nach dem Hunter am liebsten? Im Moment spiele ich gar keine andere Klasse. Ich spiele nur den Hunter und würde auch sagen, dass ich da jetzt nichts auf eine andere Klasse im Moment als Fink oder so mich festlegen möchte. Ja, Johannes, hi Venne, meine Frage. Hast du technische Probleme der letzten Plan G-Sendung analysieren und lösen können? Nein, noch nicht komplett. Ich weiß nicht, beziehungsweise das liegt irgendwie, auf jeden Fall kann ich soweit sagen, an meinem iMac. Also ich habe gestreamt über den iMac auf den Radiostream. Der Videostream hat ja wunderbar funktioniert, aber der Radiostream hatte irgendwelche Probleme. Ja. Werdet ihr Plan G bei Freitag bleiben oder wieder auf einen Wochentag verlegen? Dazu wird es noch eine Ankündigung geben. Welche Programme nutzt du am Mac zum Streaming? Nicecast heißt das. Spielst du WoW auch am Mac oder nutzt du dafür deinen PC? Dafür nutze ich den PC. Sastlamurai. Haha, nur mit deaktiviertem Adblocker zu meiner Frage. Was hältst du vom Privatservern? Ja, also das mit dem deaktivierten Adblocker und dem Stream ist eine ganz einfache Sache. Da wollte ich euch nicht irgendwie dazu zwingen, generell den Adblocker zu deaktivieren, was ich natürlich toll finde, aber es ging vielmehr darum, dass man den Videostream, also den Livestream, nicht schauen kann, wenn der Adblocker aktiviert ist. Die von Own3D haben da irgendwas gemacht und da hat man dann immer nur einen schwarzen Bildschirm. Daher nur mit aktivierten, deaktivierten Adblocker habe ich das geschrieben. Weil da oft dann die Frage kommt, oh, ich habe kein Bild, ja, hast du Adblocker an? Ja, vielleicht. Und deswegen habe ich dann gleich gesagt, ne? Naja. Nun zu meiner Frage, was hältst du von Privatservern? Gar nichts. Wenn sie nur absichtlich PC-Content liefern, noch immer nichts. Den guten alten Zeiten willen. Ja, ich weiß, ich bin ein Mensch, ja, der generell nicht so davon hält, von guten alten Zeiten zu reden. Also falls ich mal 90 werden sollte, ja, dann finde ich es gerechtfertigt, von guten alten Zeiten zu reden. Aber ansonsten lebe ich im Hier und Jetzt und ich bin kein Mensch, der in der Vergangenheit lebt. Vergangenheit ist schön, Vergangenheit erinnert man sich gern dran, aber es geht immer weiter. Es gibt immer eine Zukunft. Man sollte im Hier und Jetzt leben und nicht sein Leben in der Vergangenheit verbringen, denn meiner Meinung nach bringt euch das nicht weiter, ob jetzt im Spiel oder in der Realität. Und daher, ne? Ja, und danke nochmal für dein Lob auf meine Arbeit. Akinator, hey Venom, wieder mal ein paar Fragen. Gerne doch, Akinator. Werden ab 4.1 die T11 Schulternkopf für Tapferkeitspunkte verfügbar sein? Nein. Nein, 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 sind sie nicht. Erst mit Patch 4.2. Wird es wieder Non-Epic Set-Teile zum Kaufen geben für Tapferkeitspunkte? Wahrscheinlich auch mit 4.2. Wie viel GB nimmt der Patch 4.1 ein? Ist das schon zum Downloaden irgendwo verfügbar? Wahrscheinlich gibt es schon irgendwo Parts und ich glaube nicht, dass der so groß ist. So, keine Ahnung, 500, 700 oder so würde ich jetzt mal schätzen. Ja? Gerade zur. Aha. Ja, Rob. Das ist spannend, was du mir da erzählt. Ja, was hältst du vom ganzen Theater um McBrezel versus Devinho? McBrezel hat ja eine richtig große Klappe. Dazu möchte ich nichts sagen. Reaper, also nach dem Vote vielleicht. Jetzt im Moment, ich weiß nicht, Steve sagt dazu nichts, also werde ich dazu auch nichts sagen, lieber, sonst wird dann hinterher aus irgendeinem Grund, weil ich an WoW Szene mitarbeite, das als Steves Meinung ausgegeben und da möchte ich wirklich nicht schuld sein. Deswegen
keinen Kommentaren zum McBrezel oder anderen Burgern. Ich kann nur sagen, der Just Avenio ist der Burger, den ich wähle und dem ich euch auch sagen würde, wählt ihn. Ja? Reaper, hallo Venin. Ich habe eine Frage, wie schon gedacht. Ich habe Tukiai, also dein Interface. Da wollte ich fragen, ob man beim Pet die Action Bar verschieben kann. Wenn ja, wie? Meine zweite Frage, was wird nach Cutter kommen? Oh, das hatten wir schon gesagt und ich habe keine Ahnung. Das kann ich dir schon sagen. Und ja, die Action war ehrlich gesagt, ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe gar nicht geguckt, wie man es machen kann. Man kann es bestimmt. Es gibt da so einen bestimmten Befehl. Bitte, bitte jemand in die Comments posten auf meiner Seite oder im YouTube. Einmal reinposten für den armen Reaper, wie das geht. Marvin, hey Venian, zu Anfang, du machst eine Hammerarbeit. Ich bin großer Fan von dir. Danke. Nun zu meiner Frage. Weißt du was über Patch 4.2, Fetch, ja. Ragnaros wird kommen, klar. Und die neue Arena-Season startet doch. Wird T12 oder ähnliches kommen? Ja. Es gibt zum Beispiel ein Hexenmeister-Set mit irgendwie Spinnen. Ja, das weiß ich auch schon. Hoffe, dass du es beantworten kannst. Ja, ansonsten wird eine epische Questline kommen zu Ragnaros. Es werden ganz viele Daily-Quests kommen in dem Gebiet. Es wird vermutlich wieder eine neue 5er-Instanz kommen. Wahrscheinlich die in den abyssischen Tiefen. So, das kann ich dir dazu sagen. Bernd, hab gehört, dass du einen Giftpfeil Richtung mit Brezel gefeuert hast. Nein, ich nicht. Ich habe eine neue Freundin. Nein, keine Ahnung, was Rob da redet. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie er darauf kommt, Bernd. Hattet ihr nicht mal Frauen im Raid-Kader? Ja, eine Frau haben wir, die gute Agatha. Was findest du besser? Bitte nur einzelnen. Podcast Xasvenien oder Plan G? Das ist aber jetzt gemein. Vor allen Dingen sind zwei völlig unterschiedliche Sachen irgendwie, ne? Den Podcast mache ich jetzt so lange schon. Plan G haben wir nur zweimal gemacht. Da möchte ich mich enthalten. Tut mir leid. Ahne. Moin, Wendy, wie geht's? Meine Frage lautet: Kommt noch neuer Raid Progress in 401? Hä? Und wie sieht's mit eurem Progress aus? Habe ich ja gerade schon gesagt. Was wir bei uns machen, also wie gesagt, wir waren, haben halt Cho'Gall tot. Theoretisch sind wir vor Sinestra, wir waren aber noch niemals, muss ich es leider so sagen, bei Sinestra, weil in dem, nach dem Cho'Gall-Kill haben wir uns gesagt, wir chillen erstmal ein bisschen und dann ist allerdings leider, sind Krankheiten, Examen und Klausuren dazugekommen, sodass wir gar nicht zu Sinestra konnten in der Woche danach. Und auch letzte Woche ist dann eben am Sonntag, wo wir Cho'Gall hätten gekillt, hundertprozentig leider unser Tank eben abgehauen. Ne? Srill, hi Venian, cool, freue mich schon auf den Live-Raid. Könntest du ruhig öfter mal machen. Ja, jede Woche jetzt, Mittwochs und Donnerstag. Hosenkanalisator, hey, wie heißt bei euch der aus der Gilde, der bei K11 mitspielt? der spielt nicht immer da mit, sondern der ist halt manchmal bei K11, wenn, also der ist Polizist in München. Ich weiß auch gar nicht, ob ich seinen Namen jetzt hier unbedingt nennen möchte. Und der muss dann manchmal dort mitspielen. Woher weißt du das überhaupt? Also nicht der muss, sondern da werden die manchmal wohl dazu angeheuert, da mitzuspielen. Sind echte Polizisten teilweise. Bob Kelso, meinst du nicht auch, dass 4.1 eigentlich ziemlich leer ist? Habe ich schon länger gesagt, ja. WoW 2 redesignte, ja, wow, 2 redesignte Raid-Innes. Okay, so grob geht ja noch, aber Suleiman war wohl voll von Blizzard. Ja, ich habe das schon im Podcast mal gesagt, dass ich davon auch ziemlich enttäuscht bin, ja. Kennst du noch Jinrock? Klar, das Schwert, was Sul'jin gedroppt hat. Habt ihr nicht im Loot-Table entdecken können. Meinst du, er kommt zurück? War Jinrock nicht auch das Schwert, was es jetzt hier über Archäologie gab? Weil dann glaube ich, es kommt nicht zurück. Wollte fragen, ob du eigentlich Haustiere hast, sagt Bang Bang oder Bam Gang. Also nicht im WoW, sondern echte. Nee, im Moment nicht. Früher hatten wir Hunde. Da war ich aber noch klein, ja. Da hatten wir Hunde. Zwei Hunde. Und ja, die waren ganz toll. Die leben aber beide nicht mehr. Nax, Uldur, PDK, etc. Ich weiß gar nicht, warum nennst du dich immer so? Das würde mich nochmal interessieren. Du stellst ja ganz oft Fragen und immer diesen komischen Namen. Aber naja, zuerst möchte ich mal ein großes Lob aussprechen. Danke. Ich bin noch nicht lange auf deiner Seite und die letzte Radiosendung war für mich einfach großartig. Oh. Es war cool, dir beim Zocken zuzusehen und das Thema war auch toll mit guten Gästen. Über deine Seite bin ich jetzt auch zu Steve's Seiten gekommen. Das im Podcast ist auch cool.
Zum, ja, also auf jeden Fall. Steves Podcast ist total witzig, mit Sicherheit. Und auch sein Blog vor allen Dingen, natürlich WoW-Szene, ne, kann ich euch auf jeden Fall nur so sagen. Freut mich, dass natürlich auch das in diese Richtung geht. Ich würde mich freuen, Nax Uldor, PDK, etc., wenn du Steve das vielleicht auch mal schreiben könntest. Denn manchmal, glaube ich, denkt er ja, dass, und das denken auch manche Leute, dass ich ihm irgendwie nur was abgraben wollte. Aber ich denke, dass meine Seite ja durchweg eigentlich nur zusätzliche Sachen anbietet zu seinen Sachen. Und da würde ich mich freuen, wenn du sagst, hey, ich bin über Venian, also überhaupt generell, wenn ihr Steve mal eine E-Mail schreiben würdet, hallo Steve, ich wollte sagen, wenn ihr die Arbeit klasse findet, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass er auch eine klasse Arbeit macht und eben, dass ihr über ja, meine Seite vielleicht auch zu ihm gekommen seid, das würde mich sehr freuen. Und vielleicht ja, zeigt Steve auch, hey, der schickt auch Leute zu mir. Ja, wie heißt Steve's Char und welche Klasse ist es? Der spielt momentan Druide und ich glaube, der heißt ganz normal Stevino auf Garrosh. Wie viel kostet der Server für deine Seiten? Man redet nicht über Geld, aber ungefähre Eingrenzung. Ich kann ja gar nicht genau sagen, wenn ich ehrlich bin. Da müsst ihr nochmal genau nachgucken. Ich weiß es wirklich nicht. Nicht auswendig. Bist du eigentlich noch Nasenspray-süchtig? Nee, Gott sei Dank nicht. Ich muss aber immer wieder aufpassen, wenn ich erkältet bin. Nasenspray ist echt gefährlich, aber sagen euch ja die Leute ganz oft schon, ne? Also wenn ihr irgendwie Nasenspray kauft, also dann sollten euch die Leute das zumindest sagen. Pagunas. Hallo Venin. Jetzt eigentlich zu meiner nicht ganz ernst gemeinten Frage. Österreich oder Schweiz? Also, da er Schweiz groß schreibt, ja, der Pagunas, möchte ich denken, dass er möchte, dass ich Schweiz sage. Natürlich sage ich dann Schweiz, nein, ich mag die Schweiz und Österreich. Ja. Wenn es geht, grüßt doch bitte noch die Gilden VOW, also, was denn, VOW of Vengeance und Thrall's Shadowhunter auf Amantul. Ja, grüße ich beide. Du machst super Arbeit hier, fett Respekt, danke. Moin, Sylvain, meine Fragen. Ist Steve Lehrer? Ja. Das solltest du vielleicht Steve fragen. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, an einer Hauptschule oder an so einer. Bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist er Lehrer. Das kann ich dir sagen. Sport unterrichtet er und ich meine Deutsch. Ja. Bei all das, ja. So, dann fragt er der zweite: Aldi, Lidl oder Netto? Meist Netto, da das hier um die Ecke ist. Wie zum Geier findet dieser. Gott, jetzt muss ich den Namen aussprechen. Bubu, der französische Freund, so schnell Infos über jegliche Gänge gehabt, gehört, dass er Data meint. What the fuck ist das? Data meinen, ja, Data meinen ist eine Sache. Man nimmt sich halt die Spieldateien, ja, also man lädt ja zum Beispiel bei einem Patch immer wieder neue Files runter. Und es gibt Programme, die diese Dateien auslesen und sie dann mit den alten Dateien vergleichen. Also er nimmt quasi den neuen Client, vergleicht den mit dem alten Client und guckt, was an den Dateien geändert worden ist. So kann er dann sagen, aha, früher hat das das gemacht und jetzt macht das das. Das kann ich dann mal darstellen. Das ist quasi Data Mining. Capasso. Moin, Venian. Meine Frage ist zu Star Wars: The Old Republic. Meinst du, dass WoW ablösen kann von Nummer 1 in MMOs? Die Entwickler von Blizzard haben auch schon gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass also Star Wars für den MMO-Markt. Ich freue mich mega darauf, da mir WoW nicht mehr gefällt und ich dazu noch Star Wars-Fan bin. Also perfekt für mich. Also erstmal dazu jetzt. Star Wars ist sicherlich ein sehr interessantes MMO, ohne Frage. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ob es WoW wirklich ablöst, ich weiß nicht, also von dem Gedanken sollte man mal weggehen, sondern sollten erstmal gucken, dass es ein gutes MMO wird. Wo es hinführt, wir werden sehen. Sicherlich wird es ein paar Leute geben, die von WoW dahin wechseln, ja. Und jetzt noch eine Frage. Meinst du, dass Mpox oder du vielleicht mal es testen in der Beta oder lasst ihr es lieber ein paar Leute empfindlich sind wegen WoW. Nee, also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich denke, Mpox macht jetzt ja bald Just Gaming EU. Ich freue mich natürlich, dass darüber, also ich habe ja Mpox quasi in Anführungsstrichen entdeckt. Er hatte mir eine E-Mail geschickt mit dem Maus-Review. Und da freue ich mich natürlich, dass er jetzt bei Just Gaming das machen kann, was er ja hier schon machen konnte und dass Steve ihm da die Chance gegeben hat, eben weil diese Fremdgezockt-Geschichte ist einfach so seine Sache und ja, ne, also nicht, dass da auch wieder irgendwas denkt, oh, Mpox ist weg und ne,
Ne, hier macht er dann gar nichts mehr. Also er hat mir gesagt, dass er weiterhin wohl Add-on-Sachen machen wird. Ja, definitiv. Und weg ist er sowieso schon mal gar nicht, weil Just Gaming EU ist ja, ne, eine befreundete Seite, sage ich mal. Und daher freue ich mich auch, dass er da ist. Und ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ja, das Spiel jetzt, also Star Wars, nicht Just Gaming EU, das natürlich auch mit Mpox unter der Führung. Da werde ich mich dann endlich mal gut informieren können, hoffe ich, denn ich bin mir sicher, Mpox wird diese Seite zu nie dagewesenen Höhepunkten treiben. Ja, Maxi, Glück auf, Venin. Ja, Glück auf. Und er sagt halt hier, Schalke 5-2 nochmal, Halbfinale, wir kommen. Ich hoffe, es kann aber immer noch viel schief gehen nächste Woche. Mittwoch, glaube ich. Exidon. Hallo, Venian. Wie du ja sicher weißt, hat die chinesische Gilde Dream große Gilden wie FDH und Paragon unter anderem eingeladen, um sich auszutauschen. Ja, jetzt weiß ich das, nachdem ich das auf WoW Szene gelesen habe. Ich muss sagen, dass mir diese Information aus irgendeinem Grund entgangen ist, ja. Und gewisse Arions dieser Welt haben mich nicht mal darüber in Kenntnis gesetzt. Schon frech, oder? Ja, also ich hatte keine Ahnung, dass dem so ist. Und hier übrigens unser neuer Resto-Schamane, sehe ich gerade. Weiß nicht, ob der wegen mir hier oben ist, aber naja, egal. Jedenfalls, ich hatte keine Ahnung, dass dem so ist, aber ja, die tauschen sich aus. Ich bin gespannt, ja. Ich habe mit Arion schon geredet, da werden wir hoffentlich hinterher mal ein Interview mit denen führen können in der WoW-Nacht. Meine Frage ist, ob nicht in Harmony auch eingeladen ist. Nee. Ob du von diesem Event davon berichten wirst. Vielleicht lässt hier jemanden von FDA. Ja, also genau, das werde ich machen. Ich werde Greatshock danach, denke ich, in die WoW-Nacht einladen und hoffe, er hat Zeit. Würde mich wirklich, wirklich interessieren, was die da so machen. Ja, mich auch. Und ich hoffe, dass er danach in die WoW-Nacht kommt. In Harmony ist jetzt nicht eingeladen, aber wir sind nun wirklich auch nicht an der Weltspitze. Ja, also da werden wir jetzt mal ein bisschen unrealistisch werden. So, hi Venin, bist du genauso glücklich wie ich nach dem fantastischen Spiel der Schalker? Natürlich. Ich habe mich schon ziemlich gefreut, von daher. Ja, Space Toast. So ein toller Name. Hey Venin, deine Arbeit ist echt klasse. Ich weiß, dass du es oft hörst. Wann kommt der nächste Plan G? Ich kann es dir noch nicht genau sagen. Das werden wir am Freitag mal klären. Du hast doch eine Razer Naga. Yep. Wenn ja, machst du zu der auch mal was? So einen Guide? Einen Guide zur Razer Naga. Was würdest du denn da vorstellen? Also was würdest du denn da gerne wissen? Das würde mich interessieren. Also so ein Test oder was zur Razer Naga? Können wir mal drüber reden, aber ich wusste nicht, dass es das jetzt noch nötig ist. Könnt ihr ja mal, können mir ja Leute mal ihre Meinung sagen. So, Chips oder Gummibären? Weiß ich nicht. Kommt auf den Tag an. Ob ich es jetzt süß oder deftig hätte, sozusagen. Yannick, hey Venin, erstmal wieder großes Danke etc. zu meiner Frage. Kannst du meine E-Mail in Facebook beantworten? MFG Yannick aka 10 Seconds. Ja, ich schau mal rein. So, Meister Yoda hat nix für mich. Hallo. So, jetzt sagt hier der XXX, dass ich mich im Error-Forum ja unbeliebt mache mit meinen Flames. Da muss ich ja sagen, ich verstehe gar nicht diese Empfindlichkeit immer der Leute. Weil ich habe mich ja da so ein bisschen immer mit Adluna geflamed. Ich denke, alle Leute, die hier zuhören, wissen, dass das so ein bisschen auch spaßig gemeint war. Also ich hasse natürlich Adluna nicht, ja. Adluna sind auch total gute Spieler, sonst wären sie überhaupt gar nicht auf dem Niveau, auf dem sie jetzt sind. Und von daher möchte ich hier nochmal sagen, ja, ich hasse Aduna nicht, sie sind halt eben Rivalen auf dem Server. Deswegen gibt es halt manchmal so ein paar Flames, die aber nicht ganz ernst gemeint sind. Ja, also von daher kommt mal runter davon, dass solche Flames immer unbedingt ernst gemeint sind. So, Lippi, hi Venin. Erstmal, wie wohl jeder sagt, super Arbeit, gerne, gerne. Frage, mir geht immer nach einer Zeit anfänglich sehr großer Spielspaß nach dem Release von Add-ons bzw. großen Content-Patches verloren und ich finde keine große Lust mehr am Spiel. Wie geht es dir? Bzw. was machst du, um sowas zu unterbinden? Reichen dir die Raids? Machst du noch PvP als Zeitvertreib? Kurzum, wie verbringst du die Zeit auf Max-Level, deine Ingame-Zeit? Ja, also mir reichen eigentlich schon die Raids und ich spiele im Moment kein PvP. Manchmal, wenn ich Lust habe, spiele ich PvP. Manchmal twink ich auch, wenn ich Lust habe, versuche Gold zu verdienen und verwalte halt unsere Gilde, was schon Arbeit ist und was dann einfach dementsprechend Spaß macht, ja. Von daher habe ich da eigentlich,
Keine Probleme. Ich bin mit meiner Gilde sehr zufrieden, auch wenn der Content nicht wirklich voranschreitet. Wie stellt ihr euch auf neue Patch-Inhalte bzw. konkret auf neue Dungeon Raids oder du persönlich? Liegt das schnelle Voranschreiten der guten Gilden vielleicht auch daran, dass sie auf dem PTR oder in der Beta schon vieles gesehen haben und sich einspielen können? Mit Sicherheit auch, ja. Ist immer so auf dem PTR so, dass das auf jeden Fall daran hält. Und wie ich mich persönlich darauf einstelle, natürlich auch, ja. Ich versuche ja darüber zu berichten vorher. Was hältst du von der zunehmenden Inflation im Spiel? Ich persönlich habe nicht viel Gold und farme lieber für die Gilde als für mich. Allerdings finde ich schon unverschämt, dass zum Beispiel die Fiole der Sande rein an Händlermats kostet. Ja, das ist halt vom Blizzard gedacht, damit man Gold aus dem Spiel nimmt, ja? So ist das gedacht. Ja, wie siehst du das Preis-Leistungs-Verhältnis? 13 Euro im Monat gerechtfertigt. Also erstmal, ich zahle keine 13 Euro im Monat, sondern ich hole mir eine Gamecard und die ist auf jeden Fall billiger wie 13 Euro, ja. Ich denke nicht, dass man die Preise senken sollte. Die sind schon gerechtfertigt. So lange, wie man hier eingeloggt sein kann. Shorty TM. Hey, wenn denn, ich habe gehört, nein, stimmt nicht. Schon mal, keine Ahnung, woher ihr das wieder habt. Adi, jo, erstmal weiter so. Jetzt zu meinen Fragen. Also denkst du, dass alle Klassen noch einmal überarbeitet werden? Ich meine, früher gab es mehr Vielfalt, jetzt hat es hier das Gleiche, weil es zu wenig Auswahl gibt. Dann noch, wie kann man am schnellsten leveln? Nur Quest oder nur Innis oder eine Mischung? Dann noch was, bringt PvP, da bekommt man nur PvP-Equip oder irgendwie komme ich hier nicht durch. Gerade, also nochmal. Was denkst du, dass alle Klassen nochmal überarbeitet werden? Ich meine, früher gab es mehr Vielfalt. Also wenn dann im nächsten Add-on mit Sicherheit eine Klassenüberarbeitung. So, wie kann man am schnellsten leveln? Nur Quests, nur Innis oder eine Mischung? Ich glaube, die Innis sind auf jeden Fall schon eine gute Variante. Was bringt das andere Equip noch dazu? Ach so. Dann noch was. Bringt PvP? Da bekommt man nur PvP-Equip. Das Equip ist doch einfach in Raids zu holen. Was bringt das andere Equip dann noch zu holen? Naja, ne, PvP-Equip ist halt vor allen Dingen für Arenen und so wichtig mit Resilienz. Von daher. Heiho, kann es sein, dass der Livestream derzeit nicht funktioniert? Bei mir steht nur offline. Ich sehe aber ein Bild vom Raid. Ja, versuche ihn einfach anzumachen. Heute Abend ab 19 Uhr sollte gehen. Ist der Rabattcode für MMOGA, den du in Frag den Schurken in der News stehen hast, noch gültig? Ich glaube, ich weiß es aber nicht. Sora möchte keine Frage stellen, sondern mich nur loben. Danke. Nick, erstmal klasse Arbeit zu meinen Fragen. Ich glaube, du hast mich das letzte Mal falsch verstanden. In meiner Frage über den Ausrüstungsmanager meinte ich nicht, ob ich die Farbe meiner Rüstung ändern könnte in den kommenden Patches. Vielmehr meine ich, beziehungsweise fragte ich, ob du denkst, dass irgendwann mal so eine Art DC Universe Feature kommt, das heißt, besondere T-Set-Look speichern kann. Zum Beispiel, man rennt mit T11 rum, kann aber seinen gespeicherten Style vom T5-Set anzeigen lassen, damit dieses dieses Set komplett besitzt. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das passieren wird in WoW. Das hatte ich letztes Mal schon, ich habe dich schon richtig verstanden und ich glaube nicht, dass so etwas passieren wird. Im Podcast habt ihr über die Raid-Verkäufe von Ihrer EAUD geredet. Ich habe mir das mal angeguckt und denke, dass es am Gut auch für Cutter-Verhältnisse sehr teuer bzw. teilweise schon überteuert ist. Meine Begründung: Diese Raids werden von den meisten Casuals ohne Gilde bzw. mit einer nicht so schlechten Gilde wahrgenommen. Diese Casuals spielen in der Regel nicht besonders viel. Da denke ich, sehr schwer für einen Casual, der nur ab und zu spielt, solche Preise zu bezahlen. Naja, die Frage ist halt, wenn sie sie bezahlen, ne, oder wenn sie sie nicht bezahlen würden, dann würden sie solche Preise nicht nehmen. Von daher denke ich, dass die schon bezahlt werden, ne? Ich sehe es an mir am besten, ja, er geht dreimal die Woche für circa 3 Stunden Aha-Trading und ja, kommt trotzdem nur auf 5 bis 10k die Woche, ja. Gut, ich wünsche dir ein nettes Bergfest Mitte der Woche. Ja, dir ebenso. Da ist er wieder. Last Samurai, ich bin's nochmal. Du kannst hier echt lustig bis gruselige Geräusche machen, wenn du im Raid stirbst. Ja. Und gestern, also at the moment noch heute, aber wenn du das liest, wahrscheinlich gestern, wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Nochmal von vorne. Am 6.4. Ha, hat dein Stream zeitweise wirklich geleckt. Aha. Ich habe jetzt keine direkte Frage, aber ein großes Lob an dich. Ich finde, du bist ein super sozialer Mensch, da du deine Fehler eingestehst und offen sagst, wenn du etwas nicht weißt. Ich finde, du bist ein volle Kanne sympathischer Mensch, danke. Ich höre auch deine Stimme gern. Nein, ich bin ein Kerl und wollte dich nicht anmachen. Ja, das hatte ich jetzt auch gar nicht so verstanden. Sondern das war ja noch relativ normal, ja.
Was ich sagen wollte, ja, also ich denke, mit Sicherheit gibt es auch Leute, die mich nicht mögen. Ja. Von daher kommt es einfach darauf an, wie man so sich versteht. Du hast gerade eben im Livestream erzählt, euer Krieger ist abgehauen. War das der neu aufgenommene? Ja, das hatte ich ja schon mal gesagt. Felix Magath, oh, Felix Magath schreiben mir. Wahnsinn. Hey, Venny, ich habe zwei Fragen. Tut mir leid, aber die erste Frage, ob die, weil die erste Frage schon öfter kam. Warum spielst du plötzlich Ork? Du fandest den Ork-Style, den Style immer so toll. Ja, finde ich auch noch immer. Aber ja, ich habe mich so ein bisschen an einigen Stellen RP-technisch von unserem Warrior überzeugen lassen. Und zum anderen habe ich zwischendurch auch die Möglichkeit, eben BM zu spielen. Und da ist Ork einfach ziemlich cool. Zweite Frage. Nach der letzten Plan-G-Sendung frage ich mich, ob du selbst von dir glaubst, dass du WoW-süchtig bist. Ja, nein und warum? Schwierige Frage. Also, ich glaube nicht, dass ich WoW-süchtig bin. Ich glaube eher, dass ich Internet-süchtig bin. Das auf jeden Fall. Also, WoW ist jetzt nicht das, was ich unbedingt brauche, aber ohne. Ach, dieser Stuhl hier, ne? Langsam geht er mir echt auf die Nerven. Jedenfalls, ohne WoW könnte ich gut leben. Habe ich auch schon oft mehrere Tage nicht gespielt. Das ist jetzt nicht die Problematik. Aber Internet ist schon eine Sache, muss ich sagen. Wenn ich da so selbstreflektierend, ja, wenn ich dann nicht die Möglichkeit hätte, wenn ich wollte, irgendwas im Internet nachzuschauen, sei es Nachrichten, sei es sonst irgendwelche Sachen oder irgendjemanden zu schreiben und so weiter, dann fände ich das, glaube ich, schon ziemlich doof und uncool. Daher weiß ich nicht, ob man das nicht schon als internetsüchtig bezeichnen kann. Ich weiß nicht, ob es in Momenten eine Sucht ist, die Probleme macht, aber es ist auf jeden Fall was, wo ich mir schwer vorstellen könnte, ohne das Internet zu leben, wenn ich ehrlich bin. Ja, hallo Venin, sagt mir Ralf Rangnick. Mensch, erst Felix Magath, jetzt Ralf Rangnick. Meine Meinung ist mir in diesem Fall sehr wichtig. Achso, deine Meinung ist mir in diesem Fall wichtig. Daher nimm mir bitte Zeit, diese Frage zu beantworten. Findest du, ich bin ein besserer Trainer als Felix Magath? Wie schon gesagt, glaube ich, dass Ralf Rangnick ein besserer Trainer für Schalke ist. Nicht generell. Ja, aber ich glaube, dass er besser zu Schalke passt als Club. Der Überlied. Hey Venin, ich wollte fragen, ob du neben deinen ganzen anderen Projekten nicht ein Frag den Hunter mit dir selbst machen könntest. Ich hatte schon Frag den Hunter. Da habe ich auch durchaus selbst geantwortet. PS, prima Arbeit hier auf deiner Seite. Danke, danke. Joker, hey, kurze Frage. Da ja mit Patch 4.1 Sul'Aman als Hero in dir kommen, wollte ich wissen, ob es weiterhin möglich sein wird, die Instanz auch als 70er, 20er Mann Raid zu spielen. Nein, eigentlich nicht, denke ich. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das noch möglich sein wird. Ja, das war die heutige Ausgabe von Frag Venian mit sicherlich einigen interessanten Details. Ich kann euch nochmal sagen, votet für Stevinus Burger, ja. Nein, votet für Stevinus Burger. Und schaut natürlich wie immer auf venom.eu vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch den nächsten Podcast etc. Frag Venian hört. Ganz kurz, oh, da kann ich nochmal nachgucken, vielleicht ist ja irgendwas passiert an meiner Abonnentengeschichte. Ich weiß noch immer gar nicht, ist mir jetzt aufgefallen, was ich mache, wenn ich 10.000 Abonnenten habe. Eigentlich hätte ich schon ewig lange Zeit gehabt dazu. Nee, sind immer noch 26. Aber ja, ich versuche mir immer noch was einfallen zu lassen. Und wenn, dann will ich das so ein bisschen danach machen, ja. Okay. Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Venin.